Und dann werden wir auch wieder. Und da ist ein Schild. Werden wir es mal lesen. Die Waldbewohner sollten Kokri nicht verlassen. Ich gehe trotzdem. Oh, du verlässt uns. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Baljok. Und du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Die Feen-Ocarina, sie ist ein Andenken an Saria. Gegenstandsmenü bla 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 mit A und C spielst du, also mit A und C Knöpfen spielst du eine Melodie, mit B kannst du aufhören und neu beginnen. Sie bedeutet mir sehr viel, wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Die Hyjanische Steppe. Die unendlichen Weite der Hyjanischen Steppe, die eigentlich gar nicht so weit sind, aber... Ach, ist das Spiel nicht einfach herrlich? Aber bevor es hier weitergeht, werde ich ihn nochmal kurz stoppen. Aber ich werde so schneiden, dass es dann bestimmt gleich wieder weitergeht. Und ich würde mal sagen, bis demnächst, euer Baljok 18. Oder bis gleich, oder werdet ihr sehen. Tschüss. So, Leute, und jetzt geht's auch mal weiter. Hat ja lange genug gedauert, aber naja. Und schon wieder wird seine Nerven. Sei willkommen, ey! Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Ich ist ja gerade auch mal schwieriger. Na egal, ihr könnt ja sonst immer stoppen. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Uhu. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Uhu. Weichst du ab von deinen Pfaden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Uhu. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Uhu. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen und L oder R, um den Kartenbildschirm einzusehen. Oh, zu können. Uhu. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes aufsuchen solltest. Uhu. Hast du alles verstanden? Uhu, uhu. Ja, das will ich mir nicht nochmal anhören. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Uhu. Da fliegt er. Gen Italien. So gut, wir sind jetzt auf dem Weg. Also wir befinden uns gerade auf dem Hyrule-Feld, weil die Ebenen, und wir wollen jetzt in die Stadt, und ich sehe schon, es wird jetzt dunkel. Und wenn es dunkel wird, dann werden die Schlosstore hochgezogen und Tore sei schon alles, ja auch egal. Und wir werden es bestimmt nicht mal rechtzeitig schaffen. Ich kann da hinten schon die Eule sehen. Was ist denn sowas? So, jetzt werdet ihr gleich mal sehen, was passiert. Ja. Wir dürfen kämpfen. Die tauchen immer bei Nacht auf. So lange, wie sie wollen. Aber irgendwie... Also wenn ich jetzt sowieso schon mal unterwegs bin, kann ich ja mal was suchen. Dann war es, glaube ich, da hinten.
Ich habe zwar nicht voll alle goldenen Skulltullas zu sammeln, aber ich werde die, die ich noch circa weiß oder so, mal raussuchen. Ich weiß ja nicht, ob die sich auch geändert haben, die Plätze. Vielleicht werde ich auch manchmal noch ein paar sammeln, vielleicht offscreen, vielleicht auch mal im Let's Play. Hey, lass mich an die Rubine. Okay, dann werde ich vielleicht am Anfang vorbeigelaufen. Egal. Wird schon hell, oder? Ja, es wird schon langsam wieder hell. Irgendwie habe ich mir das alles viel länger vorgestellt. Tag, Nacht. Na okay, am Anfang, wenn man das erste Mal hier rausgeht, ist der Tag sowieso ganz kurz, weil es glaube ich schon 12 Uhr oder noch später ist. Vielleicht noch ein bisschen später. Ich finde, für damalige Verhältnisse war dieses Spiel einfach nur klasse. Da, 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 und wir sind drin. Willkommen in Hyrule. Hast du noch was zu sagen? Lang lebe die Prinzessin Zelda. Wow, kannst du viel reden. Gehen wir erstmal hier rein. Hier gibt's was Tolles. Truhe würde ich schon sagen. Vasen. Das ist eigentlich ein guter Ort, am Anfang jedenfalls, um ein paar Rubine zu kriegen. Bam. Ah, hier ist einer. Super. Du hast eine goldene Skulptur erhalten. Super. Ich könnte zwar die auch noch abschießen da oben, aber macht auch nicht mehr so viel Sinn. Und ich habe ein Schild. Super. So. Nein. Und daran und daran und da ist nichts drin. Ist ja immer zufällig, wie viel oder wo hier was drin ist. Aber es ist was drin. Warum stehst du hier? Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier was mehr was los wäre. Hey, das bleibt aber unter uns, klar? Egal. Vielleicht können wir etwas Dampf ablassen, indem wir ein paar Krüge zerschlagen. Stell dich vor einen Krug und drücke A, um ihn anzuheben. Drückst nochmal A, wirfst du ihn. Das dauert mir aber viel zu lange, aber hallo. Gut, hier geht's weiter. Und wir befinden uns auf dem Marktplatz. Oh, ich kann sogar das Schwert hier rausholen. Yes. Ich wollte zum Prinzessin Zelda, aber die Wachen, habe die Wachen umgangen. Bin durch den Burggraben geschwommen. Ich war fast bei ihr, als sie mich noch geschnappt haben. Ich habe ein enges Abflussloch auf der Ostseite des Schlosses gefunden und dachte, ich käme durch, aber ich blieb hängen. Wow. Ich glaube, das habe ich zum ersten Mal durchgelesen. Ich glaube, wo ich das Spiel das allererste Mal gespielt habe, also Ocarina of Time, nicht Master Quest. Da habe ich so gerätselt, wie man da am besten rüberkommt. Aber da war ich ja auch noch ein bisschen jünger. Aha, welch dämliche Kerl. Kannst du dir vorstellen, dass er sich tatsächlich ins Schloss hineinschleichen wollte, um Prinzessin Zelda zu sehen, die nochmal schön dick fett rot geschrieben, weil wir sie ja nicht aufsuchen sollen oder so? Wegen diesen Idioten haben sie die Bewachung vor dem Schloss noch verstärkt. Aha. Danke, Arthur. Aber... ist ja nicht wirklich schwer. Hey, wer drängt sich davor? Kennst du die Zitadelle der Zeit, die sich im Nordosten der Stadt befindet? Die Legenden besagen, dass sich in der Zitadelle der Zeit der Zugang zum Heiligen Reich befindet. Hast du das schon gewusst? Nein. Oder doch? Oder ja, oder nein, aber ja, oder nein. Hier konnten wir ein Minispiel spielen, da würde ich jetzt nicht rein. Ich werde jetzt glaube ich auch nicht alle anquatschen. Das wäre auch so viel. Ah, hier gibt es noch ein paar Rubine.
Hey. Es heißt, wir Hylianer hätten so große Ohren, um die Stimmen der Götter hören zu können, aber ich habe sie nie gehört. Hey, nein, nein, nein. Das wundert dich. So. Gehen wir erstmal. Hat der noch was zu sagen? Diese Bart ist mein ganz stolz. Er ist nicht eindrucksvoll. Ist denn nicht eindrucksvoll, Kolonia, meine ich. Entschuldigung. So, wollen wir erstmal da reingehen. Willkommen! Ich will nicht mit dir reden. Ja, schön. 80 Rubine. Kann ich ihn schon kaufen? Lässig. Na, 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 na. Geh ins Ausrüsten und ihn auswählen. Ja, ich guck mich mal um. So, Pfeile kann ich benutzen. Bomben, haben wir keine Bombentasche. Ich hörte, dass es irgendwo eine Kreatur leben soll, die hyjanische Schilde frisst. Und nicht nur das, unser Schild kann auch verbrennen, aber der hyjanische... Achso ja, der hyjanische Schild. Aber der hyjanische Schild schützt eben vor Feuer. Und das ist gut. Ist hier noch was Interessantes? Ja. Geil, wie die Umgebung so zerrüttelt wird, wenn ich irgendwo gegenkomme, aber die Türen bleiben stehen. Ein Gerücht besagt, dass ein Laden gibt, der das ultimative Elixier verkauft. Ja. Kann sein. Werdet ihr schon sehen. Willkommen. Nein, ich will nicht mit dir sprechen. Du bist mir zu blöd. Das brauchen wir alles gar nicht. Momentan nicht. Ja gut, wenn wir überhaupt mal eine Flasche bekommen. Das dauert aber noch. Hast du schon einmal auf der Long-Long-Farm, Kleiner? Die Milch dort ist köstlich, außerdem gibt es da viele Pferde. Und die junge Tochter des Farmers ist richtig süß. Zur Farm kommst du, wenn du nach der Ostoskan durch die Steppe nach Süden gehst. Besuche sie unbedingt mal, ja. Gehen wir hier rein. Ist der Typi schon da? Typi ist noch nicht da. Welche Map würde ich laden? Ich frage mich, wann er öffnet. Ich habe zwar schön gelesen, aber es ist doch sehr seltsam. Ja, das schön lesen. Maskenhändler, bitte das schön lesen. So funktioniert dieser Handel. Die Masken werden nicht verkauft, wir leihen sie dir nur. Du verkaufst die Masken. Das so verdiente Geld kannst du uns... gibst du uns und wir leihen dir ein aktuelles Modell. Du kannst auch eine bereits gekaufte Maske nochmals leihen, aber du kannst sie nur einmal verkaufen. Probier es einfach aus. Der Maskenhändler. Und er ist gerade nicht da.